Grüß euch, nach zwei Trockenjahren und einem trockenen April 2020 ist es eine Freude, in einer regennassen Wiese zu sein. Wir haben heute den 5. Juni und sind am Betrieb Hubert Schmeissel, um uns die Engerlingbekämpfung, die Ergebnisse der mechanischen Engerlingbekämpfung, die er da voriges Jahr durchgeführt hat, heute anzuschauen. Der Hubert Schmeissel ist Ortsbauernobmann, hat da große Probleme gehabt. Er wird uns dann heute seine Erfolge schildern. Mit dabei ist der Josef Bankler, Ortsbauernobmann aus St. Pankraz. Sehr engagiert, was die Pflanzenbestandsverbesserung anbelangt, und hat auch da in seiner Gemeinde und in den Nachbargemeinden die Initiative übernommen, um die Engerling-Problematik in den Griff zu bekommen. Er wird uns heute erzählen, wie er das genau im Detail gemacht hat. Wir stehen da in Rosleiten an einer Fläche, die was voriges Jahr massiv von Engerling betroffen war. Ganz kurz, wir sind in einem Gebiet von Glaus bis Rosleiten, war voriges Jahr ein Wahnsinn, das ist so eine Strafe gewesen, wo die Bauern nicht mehr gewusst haben, wie es weitergeht, weil sie beim zweiten Schnitt kein Futter nicht mehr gehabt haben. Trockenheit und Engerling, es hat düster ausgeschaut. Wir haben dann zum Glück beim Peter Frühwirt von der Kammer eine gute Beratung gehabt, der was gesagt hat, auch in Zusammenarbeit mit dem Maschinenring, hey, wir müssen was tun, wir müssen was starten, weil sonst vergängen uns die Grünflächen. Wir haben dann so gemacht, ich habe mir eine Kreiselgruppe von einem Ackerbaugebiet geholt, eine Amazonen-Kreiselgruppe, 3 Meter Gerät, und bin da mit meinem Traktor 150 PS gefahren. Was wichtig war, die Einstellung ist wichtig, zuerst sind wir auf 8 cm haben wir eingestellt. Das war ein bisschen zu tief, weil da viel erdiger Raum war und da hat mein Engerling nicht so gut dezimiert, nicht so gut umgebracht, gequetscht. Jetzt sind wir aufgefahren auf 5-6 cm und das hat dann wirklich gut funktioniert mit 1000 Umdrehungen und 1 km/h Geschwindigkeit, also ganz langsam, und da hat man dann den Engerling wirklich perfekt umgebracht. Wir sind die ganze Fläche durchgefahren, haben es andrücken lassen und am nächsten Tag nur mehr gefahren. Und beim zweiten Mal sind wir dann ein bisschen schneller gefahren, mit 2,5 km/h, und hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass wir 90% von den Engerling voriges Jahr umgebracht haben. Das war Mitte Juli, wir haben dann Anbau drauf. Zum Glück hat es gleich nach dem Anbau gut geregnet. Es war dann schon wieder recht trocken, aber wie man sieht, hat es gut funktioniert, und heute sind wir froh, dass wir so einen Bestand anschauen können. Der Bestand ist jetzt 2,5 Wochen alt circa, und wenn wir uns die Wuchshöhe anschauen, muss man sagen, liegt in etwa, ganz oben darf man nicht messen, bei die 24-25 cm Wuchshöhe im Durchschnitt, und da kann man durchaus sagen, dass das in 2,5 Wochen heuer im zweiten Aufwuchs eine sehr gute Leistung ist. Der Bestand, den Sie voriges Jahr im Zuge der Engerlingbekämpfung angebaut haben, hat sich wunderbar etabliert. Er ist sehr gräserreich, wie wir sehen, also Knallgras, englisches Reihgras, Wiesenlischgras hat sich da sehr gut etablieren können. Auffallen tut sofort, dass er relativ viel Rotklee drinnen stehen hat. Und da muss man eins dazu sagen, der Hubert hat ganz bewusst noch zusätzlich Rotklee dazu gemischt, um hier ein bisschen eine bessere Trockentoleranz zu schaffen mit seinem Klee. Es handelt sich da um ganz leichte, sandige Böden, und es hat sich also wirklich erfolgreich etabliert. Und wenn wir dann da so über den ganzen Bestand drüber schauen, ich kann ihm nur aus meiner Sicht gratulieren.
die Maßnahme ist nicht nur richtig gewesen, sondern auch erfolgreich. Einfach jetzt aus futterbaulicher Sicht her. Und die große Herausforderung in der Zukunft wird eben sein, dass er diesen Bestand dann auch über die Folgebewirtschaftung eine entsprechende, also vor allem Nährstoffversorgung, dass er die dann auch erhält über die Jahre. Wir waren in der Situation im 2019er Jahr, dass wir beim ersten Schnitt schon kennt haben, es passt irgendwas nicht auf unsere Grünlandflächen. Der erste Schnitt war noch so halbwegs in Ordnung. Wir haben immer einen Schnittzeitpunkt ca. um Mitte Mai. Und dann hat sich aber herausgestellt, es wächst nichts mehr nach. Und wenn man sich vorstellt, beim zweiten Schnitt, der sich dann Anfang Juli eigentlich angeboten hätte, waren auf derselben Fläche, es handelt sich da ca. um 7 Hektar, nur mehr 7 Ballen. Jetzt haben wir gesagt, was da, und haben natürlich uns sofort dementsprechend in Verbindung gesetzt, sowohl mit Kammer als auch mit Maschinenring. Was haben wir für die Möglichkeiten? Wir sind ein kleinstrukturierter Betrieb, du hast nicht einmal die Maschinen dafür. Jetzt haben wir dankenswerterweise beste Unterstützung gekriegt. Einerseits vom Bankler Josef, der gesagt hat, weißt du was, ich schaue über den Maschinenring, Kreiselgruppe in dementsprechender Breite und einen passenden Traktor dazu. Und so haben wir es dann sofort Mitte Juli angegangen, das Wetter hat passt. Wir wissen ja alle miteinander, es muss die Witterung passen für die Überfahrten, weil wenn nicht Sonne scheint oder gar ein Regen ist, dann kannst du es nicht unternehmen. Was an meinen Sachen so wichtige Sache war, weil wenn Flächen in der Nachbarschaft auch dementsprechend befallen sind, dann ist es geschickt und sinnvoll, dass man die so gut es geht, wenn natürlich die bereit sind, auch das gleich mitmacht. Jetzt haben wir insgesamt da bei uns in der Längau, wie unser Gebiet da heißt, über 15 Hektar bearbeitet. Und jetzt stehe ich da und freue mich richtig vor dem Ergebnis von heurigen ersten Schnitt, der nämlich zum selben Zeitpunkt stattgefunden hat wie alles, wie jedes andere Jahr. Und da sage ich euch, von heurigen ersten Schnitt ist genauso viel zusammengekommen beim ersten Schnitt schon, nämlich über 80 Ballen, wie was wir voriges Jahr für dieselben Flächen das ganze Jahr zusammengebracht haben. Und da sage ich, die Arbeit, und die war nicht unwesentlich, das könnt ihr mir glauben, sowohl arbeitstechnisch als auch finanziell. Aber eben dieser allein sagt man, es hat sich gelohnt. Und einen Satz, den habe ich mir gemerkt, wenn wir gefragt haben, was sollten wir dann tun? Nichts tun, hat derjenige gesagt, und ich heute weiß es, der hat sich ausgekannt. Das kommt eigentlich am Teuren. Und so haben wir uns entschieden dafür und ich freue mich, dass es so schön geworden ist.